Morgen. Willkommen zu dieser Folge. Sorry, ich muss es wieder von hinten machen heute Morgen. Mach ich ja gar nicht gern. Hab ja noch den 922 geladen. Der sollte eigentlich nach Ludwigshafen in die Yorkstraße, aber der geht jetzt dahin, wo ich quasi gestern Morgen den 39 abgeladen habe. In dieses Pharmaunternehmen in Mannheim. Ja, werde ich wieder nicht filmen dürfen drin. Den fahren wir dahin, dann fahre ich hoch nach Wiesbaden. Steht 11 an Radladern, 11566. Den lade ich dort und der geht dann je nach Kaiserslautern bei die Amazon wieder. Gott sei Dank war ich gestern Abend tanken. Ich werde eine Landesprit brauchen heute. So, 7.35 Uhr, fahre gerade wieder das Werk raus. Radio noch an. So, jetzt fahren wir hoch nach Wiesbaden. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Die A67 ist der kürzeste Weg und auch der einfachste Weg, aber da wird wieder Stau sein, denke ich. Also morgen ist immer Stau und keiner weiß warum. Mal gucken, fahren wir halt so hoch. Als erwartet hier. Gar nichts. Thank you.
Sonne. Es geht, aber es geht halt nicht so gut wie hier draußen. Das sollte so festgefahren sein. Bauzaun liegt hier. Fährt er raus oder fährt er nicht raus? Soll ich da hier hin? Komm ich da hin? Weil die in der Baustelle wieder drehen können. Ich kann hier auch gleich noch ein Stück rausziehen. Drehen drin. Ja. Kann ich locker drehen drin, das ist einwandfrei. Unwohlfrei. So, stelle ich mich hier rückwärts neben der Lade. Sorry, die Kamera war wieder nicht dabei. Ich habe die Luft. Moment. Natürlich hatte ich Licht und Luft nicht dran. Ne? Achtung, jetzt habe ich bestimmt noch vergessen, die Lenkung zu öffnen, so wie ich mich kenne.
Kohle ätzt. Ach ja. Des wohl größten Versandhauses der Welt. Schilder stehen, Amazon durchgestrichen und hinter dem Schild, hinter dem Namen Opel ist ein Pfeil, so jetzt meine Güte. Guten Tag, die Herren. Aber die Goldhofer Tieflader auf dem unbefestigten Boden, wobei so richtig unbefestigt ist das ja auch nicht. Ne? Schalt. Und die lassen sich einfach nicht gut zusammenschieben.
fahre jetzt weiter nach Biesheim an die Mühle. An der Mühle. Fahren wir jetzt hin. Alter, was ist da? Fahr doch einfach. Fahren wir jetzt hin, da steht der A29 kompakt. Gummikettenbagger. Den hole ich und der geht hier nach Kaiserslautern in die, ich glaube Amselweg heißt es. Amselweg? Keine Amselweg. Jetzt haben wir 12.40 Uhr vorbei. Wenn ich da hinten bin, ist es 14 Uhr. Ein bisschen was geladen. Ja, ich denke, das war's für heute dann. Batteriewerk gebaut wird, haben sie angeblich Bomben gefunden. Kommt im Radio. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt noch durchfahren darf, aber ich hoffe mal. Es kommen so viele Fahrzeuge hier entgegen, also werde ich auch ausfahren dürfen. Vorne an der Baustelle. Wohl gerade Erdarbeiten erledigt, eben für den Bau dieses neuen Batteriewerks da hinten. Ja, da steht auch alles. Ne? Steht auch alles, da fehlt gar nichts. Ja, genau. Da bleibt schon nicht stehen. Ja, dann komm, Alter. Komm!
dass es noch mal warm wurde, ja, aber dass es jetzt so warm ist, ach. Dass es jetzt so warm ist, gleich wieder, müsste dann auch nicht sein. So, Gebacke geladen, sorry, ich muss die Klima ein bisschen anschmeißen. Fahrradfahrer haben hier zwar einen Vorfahrt 8-Schild stehen, aber als ich eben hergefahren bin, dem Radfahrer war das auch herzlich egal. Der ist einfach durchgefahren. Hier vorne dran, aber ich kann mich ja langsam zur Seite stellen. Da steht ein Bagger drin. Hier steht ein Bagger drin. Dosa. Pflasterstelle soll da näher dran. Ich mach das jetzt einfach. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Bagger hinstelle. Ne?
Werkstatt raus. Steht da, ist fertig. Dann fahre ich mir rüber auf die andere Seite. Heute Abend jetzt auch nicht mehr. Gleich 17 Uhr. Ich glaube, schon mal gesagt. Tschüss, bis morgen früh.
wunderschönen guten Morgen. Donnerstagmorgen, es ist gleich 7 Uhr. Ich habe gerade die Hebebühne geladen. Fahre ich jetzt runter nach Wiesbaden ins Zementwerk. Dann fahre ich rüber nach Mainz ins Kraftwerk, lade den L566. Der geht nach Ingelheim. An das Pharmaunternehmen. Dann lade ich da ab. Wollte ich eigentlich filmen, beziehungsweise hatte alles hingestellt, die Kamera stand und die ist nach anderthalb Minuten ging die dann nach Hause irgendwann. Ich weiß nicht warum, manchmal geht die einfach mittendrin aus. Ich habe jetzt noch mal geguckt, ich habe kein Limit eingestellt, dass die nach einer gewissen Zeit ausgeht oder so. Quasi unlimited Aufnahmezeit ist eingestellt. Keine Ahnung. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich was anderes kriege. An Kamera. Ja, wo ist die große Radlade? Soll doch hier stehen irgendwo. Der große Radlader, das ist ja wieder herrlich. Geht der gar nicht da oder was? Perfekt.
könnte natürlich auch sein, dass der da hinten steht. Ich mache mal Kamera aus. Keinen Radlader. Komm vorbei, als weiter. Also Radlader ist mittlerweile hier. Also lade mir jetzt hier an eurer Stelle. Wie gesagt, ich lasse das Handy hier drin. Das Handy ist